Hier geht etwas Seltsames vor. Eine Reporterin, die kopfüber steht. Scheinbar schwerelos bewegt sie sich im Raum, handelt sich von Möbelstück zu Möbelstück. Ohne dabei von der Decke zu fallen. Aber wie macht sie das nur? Hier in Terfens bei Schwarz in Tirol steht die Welt auf dem Kopf. Genauer gesagt, dieses Haus. Das Dach befindet sich nicht oben, sondern unten. Die Garage im zweiten Stock, das Haus ist um 180 Grad gedreht. Kaffeepuls-Reporterin Kerstin Gutleder begibt sich mit Tourismusmanagerin Anna-Maria Kalker in eine ungewöhnliche Welt. Huh, das ist alles schief. Gleich zu Beginn wird Kerstins Gleichgewichtssinn auf die Probe gestellt. Denn die Fußböden sind nicht gerade. Das ganze Haus hat eine Neigung von 35 Grad. Das sorgt für einen Schwindeleffekt. Ich muss wirklich immer wieder anhalten. Also das ist ganz komisch mit den Sinnen. Das Auge sagt ganz was anderes als wie mein Gleichgewichtssinn. Das ist ganz, ganz lustig. Es dauert einige Minuten, bis sich Kerstin an das Verwirrspiel gewöhnt hat. Ein Spiel mit den Sinnen. So wie ich jetzt eigentlich stehe, stehe ich total richtig vom Gleichgewichtssinn. Nur man sieht schon, vom Auge her bin ich nicht ganz parallel zu den Schachfiguren. Wenn ich mich jetzt parallel hinstelle, dann merkt man schon, okay, ich kann das gar nicht, dass die beiden Sinne kämpfen, nämlich das Auge und der Gleichgewichtssinn. Daher wird man total schwindelig, wirklich schräg. Das macht richtig Spaß. Also man entdeckt eine ganz neue Welt, wirklich. Insgesamt gibt es über 10 Zimmer. Das Haus hat beachtliche 240 Quadratmeter Fläche, verteilt auf 2 Ebenen. Alle Gegenstände, die sonst am Boden liegen, hängen an der Decke. Die komplette Küche, das Wohnzimmer samt Couch und Kamin, die Betten im Schlafzimmer und sogar die Stofftiere im Kinderzimmer. Auch die Sanitäreinrichtungen wie Waschmaschine, Waschbecken und sogar die Kloschüssel hängen kopfüber. Da bekommt auch Kerstin Spaß am Toilettenputzen. Sauber. Bewohnbar ist dieses Haus aber nicht. Es gibt zwar Strom, doch kein Wasser. Das würde ja sonst auch auf den Boden fließen. 9 Monate hat es gebraucht, um das Haus zu bauen. Eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass hier alles gegen die Schwerkraft wirkt. Schon beim Bau musste man viele Details beachten. Denn zuerst wurde das Dach auf den Kopf gedreht. Durch spezielle Giebel am Dach wurde das Haus mit dem Fundament verankert. Danach mussten Kräne das Haus umdrehen. Verkehrte Welt mussten auch die Handwerker spielen. Dabei hebeln sie die Gesetze der Schwerkraft aus. Mit Schrauben werden die Einrichtungsgegenstände an der Decke fixiert. Alles detailgetreu. Sogar im Kühlschrank befinden sich Nahrungsmittel. Natürlich aus Plastik. Orange für mich. Ja. Eine Orange? Eine Besonderheit weltweit bietet die Garage. Denn dort hat man es geschafft, ein Auto auf die Decke zu montieren. Europaweit ist es das dritte Haus dieser Art. Zwei Polen hatten die Idee, nachdem sie bereits in ihrer Heimat und in Deutschland ein ähnliches Haus gebaut haben. Schon längst ist das Haus eine europaweite Touristenattraktion. Ungewohnt durch die Neigung des Hauses kommt man sich vor, wie wenn man etwas betrunken wäre. Total fasziniert, weil man gesagt hat, kaum kommst du rein, das muss wahrscheinlich an der Schräge vom Boden liegen. Das erste Moment, ich muss wieder raus. Aber dann geht's, ja. Allemal ein Erlebnis sogar für die Großen. Das Kopfstandhaus ist ein einzigartiges, skurriles Museum, aus dem man garantiert verwirrt wieder rauskommt. Tja, wir sagen danke fürs Zusehen. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Einfach hier drauf drücken.